Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Victoria 2. Zurück zu Österreich. Wir haben die letzten paar Male uns nicht wirklich um unsere Bevölkerung gekümmert. Vielmehr haben wir uns um den Militärausbau gekümmert und ähnliches. In der Zwischenzeit haben wir wieder relativ viel Unzufriedenheit im Land. Wir haben bereits eine Militanz von 4,6 wieder. Das ist relativ hoch. Deswegen kommen auch die ganze Zeit irgendwelche Rebellen daher, die unbedingt zeigen wollen, dass sie nicht glücklich mit unserer Herrschaft sind. Na, schauen wir mal, wie ist das mit den Konflikten? Konfliktherde gibt es da oben auch schon. In Posen und in Schlesien eigentlich sogar. Das ist eigentlich ein bisschen ärgerlich, könnte man beinahe sagen. Da ebenfalls. Naja. Vielleicht werden wir dann doch irgendwann einmal das Wahlrecht für die minderen Schichten, für die Unterschichten einführen. Das könnte sie etwas glücklich stimmen für eine Weile. Lieber wären mir allerdings Sozialreformen. Das stimmt sie auch glücklicher. Und ja, nur das Problem ist, wir können keine Sozialreformen machen. Es gibt zu viele Liberale bei uns im Land und zu wenig Sozialisten. Ärgerlich. Naja. Wir bauen eine Monsterarmee gerade. Doppelt so groß wie normalerweise. Also statt 33.000 Mann, 66.000 Mann. Die sollte eigentlich machbar sein. Und schon wieder Kommunisten in Trent und Kufra. So, wo ist Kufra? Ich hoffe nicht hier. Da ist Kufra. Echt jetzt? An den beiden Orten? Das ist hoffentlich nicht ihr Ernst. Feuerkanonen und sowas. Und Mischwirtschaft. Im fortschreitenden 20. Jahrhundert stieg der Einfluss alternativer Wirtschaftsmodelle außerhalb des kapitalistischen Wertesystems. In manchen Gesellschaften und einige Politiker fingen an zu glauben, dass ihre Gesellschaften von der Kombination der besten Elemente des Kapitalismus und von Planwirtschaften profitieren können. Soziale Marktwirtschaft entsteht, wie schon gesagt. Als Ergebnis dieser Überlegungen wurden in manchen Nationen vom Staat Anstrengungen unternommen, staatliche Führungselemente in bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten zu integrieren, während grundlegende kapitalistische Elemente weiterhin die Basis des Wirtschaftssystems bildete. Obwohl manche ideologisch denkenden Kritiker bemängelten, die Wirtschaftspolitik ginge bei der Umwandlung der Wirtschaft entweder zu weit oder nicht weit genug, waren die Ergebnisse, die durch die Schaffung solcher Mischwirtschaften erzielt wurden, in puncto Wiederbelebung der Produktion und Reduzierung sozialer Spannungen oft ziemlich beeindruckend. Tja. Das ist nicht das, wieso ist denn das da?
aus Soldaten gehen nach Sange. Wir werden Süddeutsch verwenden, natürlich. Jo. Auch Kufra haben wir jetzt wieder. Wenn wir immer auf 5 militant sind, müssen wir auf jeden Fall eine Reform machen. Aber vielleicht geht sich da noch eine soziale Reform aus. Was haben wir jetzt bei den sozialen Reformen? 45,67%. Wenn die Hälfte der Liberalen und Konservativen sind das. Wie viel haben die zusammen? Die haben zusammen 75%, 74% die Hälfte davon sind. 37%, oder? Ja, könnte sich knapp ausgehen bei 5 Militants, dass wir eine soziale Reform machen statt einer liberalen. Hey, nicht da rein. Hedgers Meinung. Volles Bürgerrecht. Marine-Logistik haben wir entwickelt, auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Industrie geht noch immer nichts weiter. Investmentbanken. Machen wir ein modernes Zentralbanksystem. Ich glaube, eine Verwaltungseffizienzsteigerung ist gar nicht einmal so schlecht. Das würde uns vielleicht auch helfen mit den Kolonien. Immerhin wollen wir dort eine bessere Verwaltung. Das wird die 29. Armee. Schön teuer, diese Armee zum Bauen.
Gar nicht mal so schlecht. Yeah. Wieder Rebellen. Ah, das ist nicht gut. Das sind irgendwelche rebellischen Truppen. Das gefällt mir nicht. So, die Liberalen übernehmen wieder die Macht. Nein! Husan. Und das weiß nicht, was für Typen. Garde, ach Gott. Die alle wieder in Gleichklang zu bringen, ist eine Katastrophe. Grrr. Ärgerlich. Naja, Mist. Fast überall sind welche gewesen. Oh Gott, das sind teilweise riesige Mengen an abtrünnigen Soldaten. In den Lebenberg. Padova noch 6.000, 12.000, sogar in Prag. Eine schöne Armeen. Spinnen die Leute. Ach weh. Das muss man dann in der Pause vielleicht anschauen. Sind noch alles da. So. Da fehlt uns ein Husar und eine Kanone. Das sollten wir uns eigentlich aufschreiben, was wir da verloren haben. Was da? Ist die Kanone? Achso, gut. Wow. Ich überlege, wie machen wir das am besten? Na, 20% Sozialisten. Na, es geht sich trotzdem nicht aus. Gib bitte. 48,4%. Defensive Ausrüstung, unsere Kampfschiffe, unsere Großen werden stärker in der Verteidigung. Ja, wir könnten die Gyö-Armee als Ersatzteillager für die anderen Armeen verwenden. Das ist gemein. Minus 1 Militanz. Kongo-Orientale. Triester Nationalisten. Sachen gibt's.
Wollen wir Sozialisten, wir wollen sozialistische Reformen. Auch wenn es aber das Spiel mit dem Feuer ist bei einer Militanz von 4,88. Und wieder ein Haufen Rebellen. Okay, jetzt wird es langsam lästig. Puh. Und wieder aufständische Truppen. Na gut. Dann werden wir jetzt doch vielleicht eine Reform machen. Auch wenn das grausam ist. Wir machen die Universalgewichtung. Machen gleich das Frauenwahlrecht. Oder? Na, verlieren zwei Kriegsmöglichkeiten. Das machen wir noch nicht. Das machen wir, wenn wir im Krieg sind. So, na dann. Freunde, schauen wir mal nach. Was fehlt uns denn? Eigentlich eh alles. Das heißt, wir bauen wieder ein paar Truppen. Mal ein bisschen Garde. 1, 2, 3, 4. Irgendwelche Armeen werden es schon brauchen. 5, 6 mal Garde. Dann bauen wir ein paar. Davon. Panzerbomben auch ein paar. Husarenbomben ein paar. Dragonerbomben ein paar. Diese Truppe geht in der Zwischenzeit nach. Triest. Okay, die Militanz ist gesunken. Nein, Algerien, ich will echt kein Bündnis mit dir. Ist ja wohl ein Witz. Kein Bündnis mit so jemandem wie dir eingehen. So. Die dritte Armee existiert eigentlich nicht mehr fast. Elenden Revolutionäre zwingen einem tatsächlich nachzugeben. Unser Heer hat auch ein wenig darunter gelitten. Hey, dafür haben wir Mut. Eine große Jagd klingt gut. Ah, wir können Venezuela zur Sphäre hinzufügen. Das ist ja schön.
Ich glaube, Hedges wollen wir auch. Da habe ich vorhin auch irgendwas gelesen. Ah nein, ist nicht in meiner Sphäre. Ist mir wurscht. Können sie haben, die Japaner, wenn sie unbedingt wollen. Gut, irgendwo gibt es Wallonien und Jemen. Wallonien. Das ist nicht gut. Das wäre schön, wenn die sich darum kümmern könnten. Und im Jemen. Ja, da haben wir diese Truppen. Ich fühle mich gerade wie Saudi-Arabien, dass ich im Jemen gegen Rebellen interveniere. Ich habe das was mit den Bürokraten. Dann sind die fertig. Ich will nur das Bewusstsein. Offensichtlich haben die Leute erkannt, wenn sie auf Revolte machen, schalte ich eh um auf freundlich, auf Good Cop quasi. Mist, ich bin erpressbar. Hey, modernes Zentralbanksystem. Da noch alles, Steuereffizienz, Steuereffizienz. Ja, mach mal Farine weiter. Schauen wir mal, dass wir das auch erforschen. Merkt, dass das eine eher kleine Truppe ist. Die braucht eine halbe Ewigkeit, um das zu erobern. So, wir verbessern die Beziehungen zu unseren Nachbarn weiter. Außer zu Deutschland, die sind uns egal. Ah ja, die brauchen wirklich einen. Nö, keine Infanteristen. Auch nicht. Ach, der schon. World Anti-Slavery Convention. Bla bla bla. Ach, ja, wieso nicht?
Ja, mit dem Wahlrecht, das ich gegeben habe, könnte es jetzt auch schwieriger werden, weitere Reformen zu machen. Und zwar deswegen, weil tatsächlich die Arbeiterschicht und die Bauern eher, wie sagt man, eher konservativ sind. Okay. So, mehr Infanterie brauchen wir hier zum Beispiel. Ist auch noch Infanterie? Nein. Brauchst du Infanterie? Noch nicht. So. Musst du nicht, nein. Musst du, nein. Die braucht sicher, ja. Ja, also während ich da meine Truppen neu organisiere, vergeht wahrscheinlich alles Mögliche in der Welt. Oh, warte mal, das wollen wir auch machen. Dritte Armee wird wieder größer. Bildung für Frauen. Okay. So, Panzer und Garde. Setzen wir da her. Was macht man mit dem Panzer hier? Hat der da. Artillerie haben wir auch gesagt, brauchen wir da auch zwei. So, was ist das? Ein Pionier. Oder nicht? Auch nicht. Aber. Brauchen wir da Flatter und Panzer. So, jetzt schaut es fast wieder aus wie eine richtige Armee. Noch eine Artillerie kommt auch daher. Okay. So, jetzt haben wir da noch einen Panzer. Irgendwo wird hinten aber noch ein Panzer gebraucht. Da glaube ich. Nö. Da.
So, die dritte Armee ist schon fast davor. Die braucht nur noch einen Dragoner. So, dann noch eine Artillerie. Wer braucht noch Artillerie? Ah, da. Gut, Herrschaften, ich glaube, ich werde jetzt mal Schluss machen. Ich spiele vielleicht noch ein paar Monate ohne aufzunehmen, um die Truppen wieder aufzubauen. Das ist nämlich ein bisschen langweilig, mir dazu zu schauen. Mal abgesehen davon, dass ich nicht unbedingt dabei reden will, wie ich die einzelnen Truppen umschichte. Also, bis zum nächsten Mal habe ich das hoffentlich halbwegs gemacht. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft's gut und träumt was Schönes. Bis dann.